Hallo? Hast du was vergessen? Liken und abonnieren. Moin Leute und recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sind wir mal wieder im Cargo Simulator. Heute transportieren wir, wie in der letzten Folge schon erwähnt, das Getreidesilo. Ist ein bisschen doch kleiner als erwartet. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt so ein Riesending, aber falsch. Und zwar haben wir eine ganz normale Zugmaschine mit zwei Achsen und einen Hänger mit drei Achsen. Das werden wir heute einfach jetzt mal eben transportieren. Genau, und ich will jetzt auch gar nicht lang quatschen. Ja, wir steigen direkt ein und starten die Tour. Machen wir erstmal Modo an. Licht natürlich an. Da müssen wir jetzt gerade mal gucken. Rundum ist ja schon an. Perfekt. So, dann starten wir mal die Tour. Ist ja relativ schnell eigentlich erledigt. Ist ja ein normaler Transport. Da sind wir eh nur fast nur geradeaus. So, Leute, ich hoffe mal, dass euch die letzte Folge gut angekommen ist bei euch. Auf jeden Fall sind wir heute schon mal so weit, dass wir Tagesgeschäfte im Endeffekt erledigen. Erlaubte Geschwindigkeit überschritten. Jetzt geht sie back out. Da können wir ihnen fast nur Gas geben. Ja, Leute, ich hoffe mal, es geht euch soweit gut. Ihr könnt übrigens, by the way, gerne auch die letzte Folge natürlich gerne abchecken. Die erste, da haben wir das Tutorial gespielt, wo wir. Oh Gott, das war. Ich muss mich ein bisschen an die Lenkung noch hier gewöhnen, Leute. Oder? Ich glaube, ich schließe wirklich tatsächlich. Lieber das Lenkrad an. Oh Mann. Ich dachte jetzt eigentlich, das ist eigentlich eine relativ einfache Steuerung so mit der Tastatur, aber ist ein bisschen doch schwieriger als erwartet. Naja, aber ich bin guter LKW-Fahrer, ich krieg das natürlich auch mit der Tastatur hin. Ja? Genau. Weil das letzte Mal einer reingeschrieben hast, hat in die Kommentare, hä, Dennis, seit wann hast du einen LKW-Führerschein? Ich habe jetzt einen LKW-Führerschein seit fast 2 Jahren, seitdem ich 18 bin. Und ich bin ja jetzt, seitdem ich 19 bin. Genau, seitdem ich 19 bin, habe ich jetzt meinen LKW-Führerschein. Jetzt bin ich mittlerweile 21. Deswegen habe ich den jetzt schon seit fast 2 Jahren. Ja, genau. Genau. Ansonsten, wir haben halt einfach die ganz normale Streckensicherung halt. Ja, Vorwarner fahren, halt Baustellen ankündigen. Ist eigentlich ein ganz entspannter Beruf, kann man sagen. Es gibt natürlich auch Tage, wo es ein bisschen stressig ist, aber das hält sich eigentlich eher so in Grenzen. Ne? Jetzt im Sommer mähen wir, beziehungsweise im Sommer und im Herbst. Und auch relativ viel im Frühling, da mähen wir relativ viel. Genau, das sind wir jetzt auch gerade alles am machen. Jetzt haben wir vermutlich da, wo jetzt wenn jetzt die Folge kommt oder online kommt, da bin ich aktuell vermutlich schon in der Nachtschicht oder stehe kurz davor. Und zwar haben wir jetzt Tunnelwaschen steht jetzt bei uns an mit dem Unimog. Da müssen wir dann einmal die kompletten Röhren einmal waschen, die ganzen Notfalltüren und alles. Genau. Und dann habe ich jetzt auch noch, demnächst habe ich dann noch ein LKW-Fahrsicherheitstraining. Ja. Eigentlich hätte das schon letztes Jahr fällig sein sollen, allerdings ist es ein bisschen untergegangen mit dem Buchen von den Terminen bei mir.
genau. Das wird auch, glaube ich, Spaß machen. Mir hat ein Arbeitskollege hat mir schon erzählt, dass das richtig lustig sein wird. Ja. Da wird dann extra Regen simuliert und da wird dann irgendwie die Fahrbahn richtig kalt gemacht. Also glatt. Und dann soll man da mal eine Vollbremsung drauf machen und irgendwie auch im Kreisverkehr rein- und ausfahren mit höherer Geschwindigkeit und halt gucken, was der LKW alles kann und was er nicht kann. Also mal gucken. Ich krieg's bestimmt irgendwie hin, dass ich ihn zum Umwerfen krieg im Kreisel. Ich hoffe es mal nicht. Aber ja, schauen wir mal, wie das wird am Ende des Tages. Am Ende des Tages habe ich das auch vielleicht ganz gut hinbekommen. Davon gehe ich mal sehr stark davon aus. Ja, ich hoffe natürlich ihr auch. Ja, ich habe keine Lust jetzt da noch. Ihr wisst schon. Euch zu erzählen, hey Leute, ich habe einen LKW umgeworfen. Super Ding. Ja, also das ist eher nicht so mein Ding. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch die Tour. Wir haben jetzt noch 4,9 Kilometer. Ihr seht es ein bisschen relativ schlecht, das Ganze, weil da leider die Facecam da drüber ist. So, oh, jetzt fahren wir hier über eine ganz, ganz schöne Brücke. Da können wir hier eigentlich ein schönes Foto machen bis Thumbnail. Weiter geht's. Haben wir ein paar Fotos gemacht bis Thumbnail. Ich glaube, das ist eigentlich auch ganz interessantes Spiel, wenn wir das mal im Livestream mal spielen. Jetzt haben wir uns natürlich einen schönen Auftrag rausgesucht mit ganz, ganz vielen Kurven. Schauen wir mal, dass wir da nicht irgendwo an der Leitplanke anhängen. Ah, ich glaube tatsächlich, ich glaube für die nächste Folge, Leute, brauche ich ein Lenkrad. Es ist hier ein bisschen mit der Steuerung, es ist ein bisschen scheiße die ganze Zeit mit der Tastatur. Es ist machbar, aber es ist ein bisschen schon schwierig. Und ich glaube, es ist besser mit dem Lenkrad, ja. Boah, da kommt angeschossen. Schreckt mich halt nicht so. Oh, was geht das? Und oh, das geht schon. So. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoller, das Lenkrad anzuschließen. Aber jetzt machen wir mal die Folge jetzt noch ohne Lenkrad und dann schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge, da habe ich das Lenkrad wieder angeschlossen. Soll schon gehen. Erlaubte Geschwindigkeit. Wir fahren immer 2-3 km/h immer zu schnell oder auch ein bisschen mehr. Aber das geht schon. So, sehr gefühlt Kasseler Berge, nur noch ein bisschen kurvigreicher und noch steiler irgendwie, habe ich so das Gefühl. Die fahren hier runter mit wirklich 50 km/h. Ganz schlimm. Aber es geht, das ist das Wichtigste. So. Hier, hoffentlich kommen wir hier richtig hoch. Oh Mann. Ah, Leute, ich glaube, das ist schon ein bisschen beschissen hier mit. Für mich auf jeden Fall. Für euch daheim. Wenn ihr das euch gerade anschaut, denkt ihr, oh Gott, was macht denn der? Oh, er hat direkt das Lenkrad auf. Ja, Leute, das Lenkrad ist natürlich, glaube ich, schon echt sinnvoller. Aber das Ding ist, das Lenkrad nutze ich aktuell nicht so häufig, deswegen, das ist gerade eigentlich eingepackt. Oh Gott, das müssen wir echt. Ah, doch, da brauchen wir das Lenkrad. Muss das Lenkrad doch wieder auspacken. Naja, da haben wir. Wenigstens haben wir es dann. Es ist dann halt ein bisschen. Tut mir halt ein bisschen schwer, da muss ich jedes Mal ab- und aufbauen, weil der Platz auf dem Schreibtisch, wenn jetzt hier noch das Lenkrad steht, dann ist jetzt nichts mehr da. Auch immer ein bisschen Platz hier für Tastatur und Maus, Videos schneiden oder Thumbnail machen oder sonstige Arbeiten, was ausdrucken. Das stört das Lenkrad sonst.
Aber damit muss ich ein bisschen selber leben. Ich bin auch ein bisschen müde, Leute. 23 Uhr aktuell. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, ich nehme jetzt auch schnell die Folge auf. Die drehen wir ein bisschen vor, damit wir dann direkt bam, bam, bam jeden Tag Content liefern können. Aktuell sind wir ja auch gerade hier an dem Cycling Center Simulator dran. Da läuft eigentlich gerade echt gut. Ja. Aber es ist halt gerade ein bisschen schwierig, da die Videos alle so schnell wie möglich hochzuladen und fertig zu schneiden und sonst. Und wo. Weil ich bin ja auch ganz normal am Arbeiten und dann nach Hause und dann fallen natürlich hier daheim noch Sachen an. Und ja. Irgendwie wird es auf jeden Fall. Ah, ganz müde der Dennis. Wir haben ja nicht mehr arg viel Kilometer vor uns. Wird eine relativ kleine Folge heute hier sein. Oh Gott. Ah, das müssen wir auf jeden Fall mit dem Lenkrad machen. Aber die Kurven, die ganze Straße, das ist, schau hier ein bisschen. Ich habe mir, glaube ich, wirklich eines der blödesten Missionen überhaupt aber ganz am Anfang rausgesucht. Aber das geht schon. Langsam und sicher kommen wir da unten schon an. Ja, ich habe auch mir ein bisschen die Wegführung ein bisschen blöd ausgesucht, tatsächlich. Aber die sind schon mal. Oh, ganz kaputt. Entschuldigung, Leute, aber ich bin gerade richtig müde. Schau, die Leute denken auch, das ist immer so ganz einfach. Video aufnehmen, schneiden, bum bum, bam bam, nix. Leute, das ist reinste Qual. Du musst immer im Hinterkopf behalten, scheiße, ich muss ein Video aufnehmen, ich muss noch schneiden. Ich produziere mal lieber vor, damit dann die Leute oder die Community immer was zum Schauen hat am Abend. Und ich war jetzt die letzten paar Monate oder auch Jahre fast leider sehr, sehr inaktiv und deswegen dauert es auch ein wenig. Aber früher war ich, habe es früher hinbekommen, aber gut, da hatte ich halt eben, da war ich in der Ausbildung. Ja, und jetzt bin ich jetzt Geselle und das ist jetzt seit fast jetzt fängt das zweite Jahr fast schon an. Es ist ein bisschen schwieriger als früher zumindest. Ja, früher hatte ich mehr Zeit. So, dann sind wir schon da, Leute. Da müssen wir parken. Können wir einen Blinker setzen? Und dann sollte es hier auch schon fast das gewesen sein, gell? Jawohl. Bam. Zack. Licht aus. Motor aus. Ne, Motor war ist sicher aus. Hier. So. Aussteigen. Aus dem Prügel. Dann lassen wir es nicht mal an. Und dann schließen wir mal die Mission ab und haben das Getreidesilo erfolgreich abgeliefert und wir haben normalerweise braucht man 13 Minuten, ich habe ein bisschen länger gebraucht, 16,5 Minuten. Sachschaden an Hindernissen 0 von 5, 100%, das haben wir wenigstens geschafft. Ladung beschädigt 48%, okay. Leute, ich hole mir wirklich das Lenkrad. Nächste Folge Lenkrad, 100%. Geschwindigkeitsbegrenzung 10 von 10, perfekt. Fahrstil 79. Ja, gut, man kann da alles nochmal drüber reden. Belohnungen, auf Wolke Talkie haben wir freigeschaltet. XL und 4x2. Super, langsam wird das schon was. Es wird schon langsam. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir und hören wir uns in der nächsten Folge. Beziehungsweise im nächsten Let's Play oder Livestream. Für mehr Leute könnt ihr natürlich gerne kostenfrei den Kanal abonnieren. Lasst natürlich gerne Daumen nach oben.
Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns dann auch schon wieder in der nächsten Folge. Und wie gesagt, Heavy Cargo Simulator, bis da wählt man das Lenkrad natürlich anschließen, Gaspedale, bam, bam, bam. Dann läuft es auch. Dann haben wir hier auch die 100%. Das ist jetzt gerade alles ganz, ganz neu für mich. Das Spiel gerade eben erst geholt. Jetzt die Videos, die Let's Plays. Deswegen seid ihr mir da nicht allzu sauer. Aber ich kümmere mich darum, dass das natürlich besser hier alles funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video. Euer Dennis. Ciao, ciao. Puff.